los. Meine Damen und Herren, Sie haben einen Mann eben des Öfteren in dem Film gesehen und jetzt wird er hier livehaftig auf der Bühne stehen. Begrüßen Sie ganz, ganz herzlich Hernán Gómez von Quilapayún. Hola, Hernán. Herzlich willkommen. Yes, of course. Und er hat seinen Kollegen Hugo Lagos mitgebracht, auch von Quilapayún. Damals noch nicht auf den Bildern mit drauf, aber schon ganz, ganz lange. No. Okay. Hola, Hugo. Okay, take a seat, please. Wir haben bei uns eine junge Frau, die nicht mal 30 Jahre alt ist, eine sehr politisch denkende Frau, so wie ich sie kennengelernt habe, die eine tolle Musik macht, von der wir uns morgen Abend genauso wie von Quilapayún auch überzeugen werden können. Begrüßen Sie herzlich Pascuala Ilabaca, da kommt sie. Hola. Hola. Okay. Wir haben bei uns, ich habe es schon angekündigt, ja, ich setze mich jetzt auch einfach mal hin, sonst stehe ich euch so hier. Wir haben bei uns eine Frau, die schon gestern Abend sehr eindrücklich auf dieser Bühne während ihres Konzerts bei der Liederbestenliste präsentiert, von einem Erlebnis erzählt hat, das sie in Chile im November, Dezember vergangenen Jahres hatte, als sie dort war und Vorträge gehalten hat. Sie wird gleich mehr dazu selber sagen. Begrüßen Sie ganz herzlich, da kommt sie, Barbara Thalheim. Barbara, schön, dass du da bist. Super. Und last but not least ein Mann, der ja in Chile zu Hause ist, fast so wie in Deutschland. Vielleicht ist das übertrieben, aber ich habe den Eindruck nach mehreren Gesprächen mit ihm. Er ist Publizist, arbeitet vorwiegend für Deutschlandfunk und Deutschlandradio, hat sehr viel über Chile gearbeitet, war 1969 das erste Mal dort und seitdem x-mal. Auch darüber wird er uns jetzt berichten. Es ist, und damit ein herzliches Willkommen, Peter B. Schumann. Da kommt er. Herr Schumann, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Hallo, grüße Sie. Herr Schumann, brauchen Sie auch so einen Ohrhörer? Dann hätte ich noch einen für ihn. Sie brauchen keinen, er spricht natürlich Spanisch. Braucht noch jemand einen Ohrhörer? Du hast deinen weggegeben? Okay, sorry. Es tut uns leid, wir sind wirklich überwältigt. Wir haben so viele Ohrhörer, wie wir gerade im Moment haben. Ich hoffe, Sie können sich ein kleines bisschen mit behelfen. Ja, ich denke, für die meisten ist es möglich, das so mitzukriegen, unsere Diskussion. Legen wir los. Hernán, was geht dir durch den Kopf, wenn du diese Bilder siehst, wenn du dich zurückerinnerst an diese Zeit? Quilapayún ist ja 1965 gegründet worden. Schon 1966 ist Víctor Jara dazu gekommen und hat die zweite Platte von Quilapayún zusammen mit Quilapayún produziert und war dann 4 Jahre deren Chef, deren Leiter und hat mit ihnen zusammen gearbeitet und gesungen. Hernán, lass uns teilhaben an dem, was dir durch den Kopf geht, wenn du an diese Zeit denkst. Und auch Hugo möchte ich das fragen. Es kommt mir sehr lange vor, ich weiß nicht warum, es kommt mir sehr weit zurück vor. Es sind ja fast 40 Jahre, dass wir hier in Europa sind. Wir haben Chile verlassen, 1973, theoretisch, um Salvador Allende zu begleiten auf eine internationale Konferenz. Und ja, so sind wir ausgereist aus Chile. Und die Reise sollte einen Monat maximal dauern. Und nun hat es das ganze Leben gedauert. Und was fühle ich nun, wenn ich diese Bilder sehe? Natürlich. Eine große Zärtlichkeit, eine hier unsere Kameraden von damals zu sehen, Víctor selbst zu sehen, wie wir damals alle zusammengearbeitet haben, wie wir damals alle daran gearbeitet haben, hier die Regierung von Allende zu unterstützen.
mit den verschiedensten Aktivitäten, mit ehrenamtlicher Arbeit. In den Ansiedlungen zu singen, also das sind diese Ansiedlungen, die dann verstaatlicht worden sind, die landwirtschaftlichen, dort haben wir gesungen. Wir haben in Universitäten gesungen, bei den Gewerkschaften, in den Bergwerken. Und all das hat unsere künstlerische Aktivität ja beeinflusst. Das war natürlich unser Beruf, aber als Künstler, als Sänger haben wir eine Verpflichtung verspürt, eine moralische Verpflichtung verspürt, hier wirklich die Regierung von Allende zu unterstützen, die wir seit Beginn seiner Kandidatur unterstützt haben, seit der Kandidatur von Allende. Und es gab so viel Opposition, so viel Boykott, so viel ausländische Intervention, dass wir als junge Künstler in Chile hier eben unseren Beitrag geleistet haben, die chilenische Regierung, die Regierung von Salvador Allende zu unterstützen. Und ich weiß nicht, ob ich damit deine Frage beantwortet habe, aber ich wollte noch etwas anfügen, speziell auf Victor bezogen. Denn morgen, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Konzert ist der Erinnerung an Victor gewidmet. Und Victor hatte eine große Empfindsamkeit, zu spüren, was in Chile vor sich geht. Und viele der Lieder, die er damals komponiert hatte, ab 1966, 67 an, diese Lieder sind heute hochaktuell, weil sie sprechen von dem, was passieren könnte und was leider auch passiert ist. Das heißt, eine gesellschaftliche Bewegung, eine politische Bewegung, die durch ausländische oder von Interventionen von außen zu Fall gebracht worden ist. Sie wurde zu Fall gebracht, auch aufgrund einer bestimmten internen Desorganisation in gewisser Weise natürlich, aber die Haupt Kraft, die Macht, die es erlaubt hat, dass dieser Prozess scheiterte. Das war ausländische Einmischung. Und das hat Victor in seinen Liedern gut. Ich möchte Ugo noch kurz fragen, wie erinnert er diese Zeit? Wie waren die Lebensbedingungen damals für euch, die Unterstützung auch für Künstler? Ihr habt darüber gesprochen, oder Hernán hat darüber, oh, das ist schwierig, gegen die Übersetzung einzusprechen. Hernán hat darüber gesprochen, dass ihr natürlich in jeder Zeit dafür da wart, Allende zu unterstützen, diese Bewegung zu unterstützen, die Unidad Popular zu unterstützen. Wie war das andererseits für euch? Wie war das Leben als Künstler in dieser Zeit? Bueno, primero que nada, quisiera... Also ich möchte zuallererst mal hier euch Organisatoren hier danken, weil es sind historische Dokumente, die Teil auch der Zukunft sein werden. Wenn wir erklären wollen, was geschehen ist, dann müssen wir hierauf zurückgreifen. Es ist ein liegt ein bisschen länger zurück, schon gesagt worden ist, aber so sind die Dinge geschehen. Petra ist 65 geboren und wie Victor Jara gesagt hat, für die Musik geboren, für die Sensibilität, der singt, eher eine bestimmte Wirklichkeit abzubauen, Stück für Stück, bringt diese Wirklichkeit den Künstler dann zu einer
zu einem Engagement, zum Engagement mit seiner Kultur. Das passiert immer mit Kieler Paillen. Sie schaffen damit eine kulturelle und eine musikalische Identität. Es wurde ja gezeigt im Film, und das war unser Leben als Künstler. Wir hatten engen Kontakt mit dem Volk, mit dem, der Bewegung. Wir haben hier, jeder von uns als Künstler und als Sänger zu dieser Zeit, uns hier wirklich uns wirklich eben engagiert, da kann man es nicht nennen. Und so hat es eben auch Viktor gemacht. Und die Sensibilität kann man heute noch in seinen Liedern spüren. Die Gegenwärtigkeit der Lula Popular, da muss gesagt werden, es ist die erste Regierung, die eine friedliche Revolution durch allgemeine und gleiche Wahlen umsetzen konnte. Das ist der ewige Wert von der Lula Popular. Und so wie mein Kompaniere schon gesagt hat, ist dass das Ganze gescheitert ist, lag an Interventionen von außen. Und natürlich hatten wir organisatorische Probleme bei uns im Inneren. Aber so ist das Leben. So zumindest war das Leben 1973. Wir haben freiwillig gearbeitet, wo viele mitgemacht haben. Es gab sehr viel Boykott von außen. Und ich erinnere mich, das ist eine persönliche Erinnerung von mir, dass es bestimmte Versorgungsschwierigkeiten gab. Wir Künstler sind manchmal auf LKWs rumgefahren und haben Mehl verteilt aus Santiago eben aufs Land hinaus. Das war unser Leben bis 1973, wo wir dann aus künstlerischen Gründen aus dem Land ausgereist sind und nie wieder zurückgekehrt sind. Herzlichen Dank. Ich möchte Pasquale und Barbara gleich ansprechen, zuvor aber noch Herrn Schumann fragen. Sie waren ja 1969, wenn ich das recht verstanden habe, das erste Mal in Chile. Das heißt, Sie haben erlebt, wie sich das hinentwickelte, wie das Bündnis Unidad Popular versucht hat, die Regierung zu übernehmen, was ja dann auch gelungen ist mit 37% der Stimmen in den Wahlen 1970. Wie erinnern Sie diese Zeit? Ja, es gibt ja da verschiedene Phasen, in der das alles verlaufen ist. Und für mich war es eigentlich wichtig zu sehen, dass die Unidad Popular so der Höhepunkt einer Entwicklung war. Das war ja keine Revolution, die vom Himmel fiel, die plötzlich ausgebrochen ist, sondern die einen Vorlauf einer Reformpolitik von einer christdemokratischen Regierung, die dann später alles getan hat, damit diese sozialistische Entwicklung möglichst schnell wieder und blutig beendet wurde. Aber es war zunächst eine Reformpolitik, in der sich das entwickelt hat und die dann auch zu dem Wahlsieg Allende letzten Endes mitgeführt hat. Und es war ein Aufbruch. Es war 1969, da waren die Straßen noch in Santiago ziemlich grau. Und als ich ein Jahr später wieder da war, waren sie plötzlich bunt. Die Straßenmauern, viele Straßenmauern, weil die Brigada Ramona Parra mit ihren wunderbaren Wandgemälden das zum Ausdruck gebracht hatte, was an Emotionen, an Politik, an Aufbruch in diesem Land überall zu spüren gewesen ist. Und das war für mich sozusagen die Illustrierung eines Aufbruchs auf den Wänden in den Straßen von Santiago de Chile, war für mich eines der ganz wichtigen Elemente. Und ich möchte jetzt, als ich den Film wieder gesehen habe, erinnert mich dieser Satz von Isabel Parra, die sagt, es waren die Künstler sozusagen, alle Künstler haben dazu beigetragen, am Wahlsieg Allende und dann waren auch eine wesentliche Kraft bei der Durchsetzung dieser sozialistischen Politik, an einen Moment, der später war, 1988. Da waren es auch wieder Künstler, die dazu beigetragen haben, zum Sturz Pinochets. Das war auch
ein Endpunkt einer langen Entwicklung des kulturellen Widerstands in Chile, über den wir vielleicht noch später ein bisschen sprechen können, denn es ist mir sehr wichtig, deutlich zu machen, dass es in Chile einen kulturellen Widerstand, und es war lange Jahre überhaupt die einzige Möglichkeit, einen Widerstand durchzuführen, in Chile gemacht worden ist. Es waren Künstler, die eine Wahlpropagandamaschine in Gang gebracht haben, die berühmte Franja del No, also eine Kampagne des Nein gegen Pinochet, die dann zu diesem unglaublichen Ergebnis geführt hat. Denn Pinochet hat ja diese Volksabstimmung durchführen lassen, weil er glaubte, er würde sie gewinnen. Aber es waren die Künstler, die letzten Endes mit dazu beigetragen haben. Und das finde ich außerordentlich wichtig für die kulturelle Entwicklung, für die politische Entwicklung in Chile, dass es immer wieder Künstler waren, die am Anfang für Allende waren und das mitgeholfen haben, die am Ende gegen Pinochet gewesen sind und dann auch für die demokratische Entwicklung sozusagen gesorgt haben. Und das wollte ich eigentlich noch als Nachtrag zu dem Film sagen, weil ich glaube, dass das außerordentlich wichtig ist, die Rolle der Kultur in Chile. Herzlichen Dank fürs Erste. Wir kommen gleich weiter ins Gespräch. Ich möchte als Nächste Pascuala fragen. Über die Zeit, über die wir jetzt geredet haben, außer 1988, da war sie gerade 3 Jahre alt, aber die andere Zeit, Ende der 60er, die 70er Jahre, hat sie noch nicht erlebt. Ich möchte Sie aber fragen, Sie sind eine politische Frau, eine politisch denkende Frau, die eine sehr lebendige, neue, ganz tolle Musik macht. Wie gesagt, wir werden uns davon morgen überzeugen können. Aber wenn Sie das hören, wenn Sie Hernán, wir sind ja beim Du, wenn du Hernán hörst oder Hugo oder eben auch das, was Herr Schumann gerade gesagt hat, inwiefern spielt diese Zeit heute noch eine Rolle für eine junge Künstlerin wie dich? Hallo. Nun, die Zeit der Diktatur und des Putsches hat von der Generation her, über die wir sprechen, bis zu unserer Generation heute, hat alle schwer beeindruckt und einen schweren Einfluss gehabt, auf uns auch noch heutzutage. Und ich denke, jetzt gerade als ich die Bilder gesehen habe, den Film gesehen habe, dachte ich, Augen auf, weil hier sehe ich jetzt etwas, was ich vielleicht noch nie gesehen hatte, weil im Endeffekt die ganze Geschichte, die so offiziell ist für den Rest der Gesellschaft, ist für die Chilenen das oft nicht. In den Geschichtsunterricht wird das so oft nicht behandelt. Wirklich zu sehen, was ist denn passiert, Bilder zu sehen, wo sie hier, dass sie hier eine Trommel verbrennen oder Schallplatten. Das kenne ich nur Geschichten von meiner Großmutter oder von meiner Mutter. Wenn sie erzählen, weil sie war selbst ein Kind, als die Diktatur angefangen hat. Aber die offizielle Geschichte erzählt sowas ja nicht. Und für mich ist es deswegen ganz toll, hier diese Bilder zu sehen, weil es sind die Grundlagen auch meines Lebens, die ich dort sehe. Meine Vision ist etwas kompletter natürlich. Wie gesagt, ich hatte ja die Erzählungen von meiner Großmutter und von meinen Eltern und wir waren für sie einfach dicht in der Geschichte drin. Und trotzdem ist es eine Information, die natürlich irgendwie da ist für die, die sich interessieren, aber es gehört nicht zum Teil des offiziellen Bildungskanons. Und natürlich, ich spüre, dass im Moment zum Beispiel, wenn du von den bunten Straßen auf einmal gesprochen hast, das fühlt sich ein bisschen an wie das, was jetzt passiert, im Moment auch. Jetzt sind alle Straßen sind bemalt und auch die Studentenrevolution hat sehr viel dazu beigetragen, dass die Leute sich wieder zusammenrauft, dass die Leute sich trifft auf friedliche Weise. Wir haben ja immer noch die starken politischen, polizeilichen Druck gegen Demonstrationen gehabt, auch heute noch. Aber im Moment ist es in Chile so, dass ich das Gefühl habe, dass es viel Potenzial wieder gibt, dass die Massen sich sammeln, dass die Massen sich ausdrücken. Und das freut mich, wenn du eben jetzt hier sagst, dass eben damals auch der Eindruck war, dass in der Allende-Zeit die Straßen auch bunt waren, weil so kommt es mir eben auch jetzt vor. Und die Ausdrucksfähigkeit, der künstlerische Ausdruck, den es wirklich auf der Straße wieder gibt, der ist sehr groß heutzutage wieder. Und Pascuala, du beschäftigst dich ja durchaus mit Musik aus dieser Zeit. Das heißt, ich weiß, dass du Victor Jara verehrst, dass du ihn gut findest. Und wir werden morgen auch 2 Victor Jara-Songs von ihr in ihrer ganz eigenen Interpretation hören. Und vor allem Violeta Parra.
Violeta Parra ist eine sehr wichtige Frau für Pascuala. Das kann man natürlich in modernen Internetzeiten auch anschauen. Da kann man sie sehen im chilenischen Fernsehen, wo sie darüber spricht, dass vor allem junge Leute unbedingt mit einer Frau wie Violeta Parra und ihrer Musik bekannt gemacht werden sollen. Was fasziniert dich an Violeta Parra? Bei Violeta Parra habe ich das Gefühl, also die erste Art, wie ich mich in sie verliebt habe sozusagen, ist, dass es eine so tolle Frau ist, eine Frau, die auch außerhalb der offiziellen Geschichte steht in Chile und der Welt überhaupt, denke ich. Das Gleiche ist, wenn wir hier diese Bilder gesehen haben, dass auch Isabel Parra hier im Film so oft vorkam, ihre Tochter. In Chile sehen wir sie nur sehr selten in Bildern, wo sie singt. Sie kommt ein bisschen mehr an den Rand gedrängt vor. Sie wird oft selten erwähnt, sie wird selten eingeladen. Und Violeta Parra ist für mich eine Frau, die im richtigen Zeitpunkt der Geschichte da war, die sich mit mir verbinden konnte, mit einer, ich komme eigentlich aus dem 21. Jahrhundert schon praktisch, mich mit ihrer der chilenischen Tradition in Verbindung zu bringen. Das war sehr schwierig, sich vielleicht hier erstmal in Kontakt zu kommen, mit diese Wurzeln in Kontakt zu kommen. Und Violeta Parra, ich sage mal, sie ist wie ein Spiegel, wo wir sehen können, was die chilenische Identität ausmacht. Sie ist eine Frau, die eine Schlichtheit, eine Reinheit, eine Einfachheit und gleichzeitig aber auch eine Wut, eine Empörung, einen Mut zum Ausdruck bringen kann, aber auf sehr direkte, auf sehr schlichte Weise gleichzeitig. Und das ist ein Merkmal der chilenischen Kunst insgesamt und der Person. Auch das für die Musik, auch für die Schriftsteller und das Volk insgesamt. Und ich denke, dass wir haben das schon mal analysiert, die Künstler waren immer in der beiden revolutionären Prozessen beteiligt, wie wir sie schon gesagt haben. Und das ist eben Teil des Volkes. Sie hatte nie ein Leben, was nicht in Verbindung mit der Kultur und mit dem Volk steht sozusagen. Sie sind immer in engem Kontakt mit dem Volk. Sie machen alles, ja, es ist dieser direkte populäre Kontakt und der Künstler macht alles. Der Künstler muss sich auch selbst organisieren und im Kern hat es damit zu tun. Der Künstler war in Chile nie jemand, der abgehoben war und irgendwie was Elitäres war, sondern der wirklich zum Volk gehört und damit hat es viel zu tun. Herzlichen Dank. Barbara, ich möchte dich fragen, bevor du von deinen ganz aktuellen Erlebnissen oder bevor ich dich bitte, zu deinen ganz aktuellen Erlebnissen etwas zu sagen, wo ja gestern schon was sehr Emotionales anklang auf dieser Bühne. Wie erinnerst du denn so die Zeit Ende der 60er, Anfang der 70er, als die Kielers das erste Mal hier in Berlin waren beim Festival des politischen Liedes und überhaupt so die Beschäftigung mit Lateinamerika? Wie erinnerst du die? Also dieser Film hat mich eben wirklich extrem emotionalisiert, weil ich ja als Anfang 20-Jährige im Publikum saß, als ihr zum ersten Mal in der DDR gespielt habt, 1971 beim Festival des politischen Liedes in der Kongresshalle am Alexanderplatz. Das habe ich ja gestern auch erzählt, aber ich bin sehr weit weg von dieser Kultur. Und meine Reise jetzt im November, Dezember nach Chile war meine erste Begegnung mit Lateinamerika überhaupt. Ich bin ja eher so eine frankophile Person und natürlich als politischer Mensch, als Linke, weiß man die Grund- und die Eckdaten der chilenischen Politik, aber so richtig intensiv beschäftigt habe ich mich damit nicht. Ich war in Santiago und habe ein Konzert gesehen von Inti Illimani und Quilapayún und von Los Tres und bin ziemlich wieder reingekommen in diese Zeit meiner Jugend. Das habe ich ja gestern versucht zu erläutern auf der Bühne, das kann ich jetzt nicht nochmal machen, dass sowas kommt. Aber es gibt einige Menschen, die waren gestern nicht. Ja, aber so, es sind ja keine festgelegten Ansagen, das kommt oder es kommt nicht und jetzt kommt es nicht, glaubt es mir. Es wäre nur daneben, wenn ich es machen würde. Aber was ich sagen will, also 4 Wochen Chile ist ja nicht gerade wenig. Und das wird euch jetzt vielleicht nicht gefallen, was ich sage, aber ich war mittelmäßig angewidert von der Form des Neoliberalismus in diesem Land.
Ich habe das, mir ging es nicht gut, überhaupt nicht gut, obwohl ich, sagen wir mal so, in einem Schutzschild von linken Chilenen mich aufgehalten habe. Aber die linken Chilenen hatten ab und an Lücken und ich geriet in die Gesellschaft hinein, die gar nichts zu tun hatte mit meiner Kunst, die ich dort zu machen die Ehre hatte, sondern, also ich sage jetzt mal ein Beispiel, es ist mir also aufgefallen, dass ich wesentlich mehr Menschen begegnet bin, die mir von der Pinochet-Zeit vorgeschwärmt haben, als ich es je vor meiner Reise vermutet hätte. Ich war mit Freunden in 4 freien Tagen auf der Isla Mocha. Und Isla Mocha ist eine Insel im Pazifik, vielleicht wenn man so sagen darf, die kleine Schwester der Insel Hiddensee. Da gibt es auch keine Autos und es gibt kein Licht, noch nicht keinen Strom. Und es war das Paradies auf Erden, also wirklich unglaublich alles, der Pazifik, die Insel. Und wir kamen dort in ein Umfeld von Menschen, die Insulaner beschäftigen, wenn die Fischer draußen waren und die Krebse gesäubert werden müssen und die ganzen Meerestiere, dann kommen die paar Insulaner zusammen zu dieser Familie, bei der ich mich aufhielt, und machen da Arbeiten und kriegen dann ein bisschen Geld und davon kaufen sie sich, was sie brauchen, eine Jeans oder eine Nachttischlampe. Ansonsten haben sie alles selbst zu Hause. Dort lebt man von dem, was die Scholle hergibt. Und diese ja, wie soll man sagen, Pension, Anführung, Ausführung, Inhaber, die auch das meiste Land auf der Insel besitzen, haben mir allabendlich erzählt, wie bedeutend die Pinochet-Zeit war und wie furchtbar für sie. Und wenn sie nicht auf der Insel geboren wären schon, hätten sie 1971 an Laternenpfählen gehangen. Ja? Und das jeden Abend mit dem schönsten Essen, was der Pazifik hergibt, auszuhalten, war mir leider nicht gegeben. Es gab einen unheimlichen Krach und ich bin früher von der Insel zurück, als ich eigentlich wollte. Aber diese Grundsituation, ich war zum Beispiel in Konzeption bei Mapuche-Frauen, die seit über 40 Tagen, also das war Ende November dann, gehungert hatten, weil sie seit dem furchtbaren Erdbeben im Januar 2010 in Hütten, Zelten leben. Also gut, es war Sommer, als ich da war, aber es gibt ja auch einen chilenischen Winter. Und 100 Meter entfernt von dem Hochhaus, was so ein bisschen tordu in die Luft guckt, weil Erdbeben. Und die zahlen weiter die Abzahlungsraten für ihre winzigen Wohnungen, dürfen aber in die Häuser nicht zurück und der Staat macht gar nichts. Wenn mir Menschen begegnet sind in Chile, die mir nah waren, aufgrund ihrer Grundeinstellung zum Leben und ihrer politischen Einstellung zum Leben, dann hatten die immer das Nachsehen. Und dieser Neoliberalismus, der dort an jeder Ecke zu sehen ist, der Staat ist für gar nichts mehr verantwortlich. Für nichts mehr. Für die Löcher nicht im Trottoir und für die Frauen und Männer und Familien, die seit dem schweren Erdbeben auf der Straße leben. Und das hat mich so, das hat mir diese Schönheit dieses Landes so vergällt, dass ich auf den Tag gehofft habe, wieder zurückzufahren. Es tut mir leid, ich will euch nicht wehtun damit. Mhm. Aber Petra hat danach gefragt. Ja, ja, natürlich, es sind deine Erlebnisse und deine Beobachtungen und dass der Neoliberalismus oder Chile ja als Quell für den Neoliberalismus benutzt worden ist seitens der Chicago Boys in den 60er Jahren, das ist ja bekannt. Wir wollten dazu morgen ja auch eine Diskussion während des Festivals machen. Leider hat uns Professor Hickel, einer unserer Hauptgesprächspartner, aus Krankheitsgründen abgesagt. Also insofern, natürlich über dieses Thema muss auch geredet werden. Herr Schumann, die Beschreibung, die Barbara Thalheim gerade gegeben hat, ist das ganz charakteristisch oder ist das ein Teil oder ist das eine besondere Sicht auf die Dinge? Wie würden Sie es beschreiben? Also ich würde das schon ein bisschen differenzierter sehen. Ich war auch nicht auf dieser Insel. Und ich habe eine sehr lange Rundfunkrecherche vor 1,5 Jahren in Chile gemacht und habe mit Leuten des Regimes gesprochen, mit anderen Leuten und festgestellt, dass es einerseits solche Entwicklungen gibt und es ist tatsächlich auch durchaus heute möglich, das war erst vor kurzem wieder eine Geschichte in Santiago, dass ein Buch von einem Anhänger Pinochets vorgestellt wurde und dagegen hat es heftige Proteste gegeben der Bevölkerung und Schlägereien mit der Polizei.
Die mussten also sozusagen diesen faschistischen Klüngel da schützen vor den wirklich aggressiven Reaktionen und zu Recht aggressiven Reaktionen der Bevölkerung. Aber so etwas ist durchaus heutzutage möglich. Es gibt allerdings, die chilenische Gesellschaft ist ja so seit Allendeszeiten wie heute eine tief gespaltene Gesellschaft in ungefähr jeweils eine Hälfte. Und deswegen konnte ja Allende damals auch nicht, wir haben es gehört, 37% die Mehrheit sich sichern und musste dann gegen ein Parlament, in dem immer die Rechten die stärkere Kraft waren, regieren, genauso wie die Concertación in den letzten 20 Jahren, also diese Mitte-Rechts-Koalition aus Sozialdemokraten und Christdemokraten, die auch sozusagen nicht die Mehrheit hatten, sondern immer mit den Rechten irgendwie kungeln mussten, bis sie irgendwas durchsetzen konnten. Und die haben sehr vieles verhindert. Die haben zum Beispiel, die Rechte hat sehr vieles verhindert. Die ganzen, viele Gesetze der Pinochet-Zeit sind heute noch in Kraft, werden nicht unbedingt angewendet, wie das Zensurgesetz, aber eine ganze Reihe anderer Sachen werden auch noch angewendet. Also die Gesellschaft ist tief gespalten, wollte ich damit sagen. Es gibt auf der einen Seite diese Leute, die noch von Pinochet schwärmen. Das ist allerdings, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, ein relativ kleiner Sektor. Denn die meisten Chilenen haben ja, also diese Mittelklasse aufwärts hat ja sehr stark profitiert von der Entwicklung in Chile, auch die Concertación-Leute im Übrigen, die auch Reformen verhindert haben oder nicht durchgeführt haben, die wirklich notwendig gewesen wären in den letzten Jahren. Die haben sich sozusagen in diesem neoliberalen Sumpf eingerichtet und davon profitiert und deswegen auch weniger Willen gehabt, eigentlich um die nötigen Veränderungen durchzuführen, die längst hätten angestellt werden müssen. Aber heute, und du hast das gesagt, gibt es auch eine Widerstandsbewegung, die vor 2 Jahren angefangen hat, eine Bewegung, eine Protestbewegung von den Studenten und Schülern ausgehend, denn die Situation gerade an den öffentlichen Schulen ist ziemlich katastrophal, schon unter der Concertación-Regierung gewesen, nicht erst unter dieser Regierung, die hat sozusagen jetzt zum Teil auch die Folgen versagter Politik der anderen zu klären und tut das auf ihre Weise, also mit ziemlich brutalen Mitteln. Und der Schüler und Student, die auf die Straße gegangen sind, und da haben sich dann auch ziemlich viele ältere Leute angeschlossen, nicht nur die Familienangehörigen, sondern auch eine ganze Reihe aus dem bürgerlichen Lager. Und diese Protestbewegung hat sich auch in anderen Landesteilen, die auch von dieser offen dieser staatlichen Politik vernachlässigt worden sind, im Süden, im Norden, anstecken lassen, sodass es heute doch einen relativen Widerstand in Chile auch gegen die gegenwärtige Regierungspolitik der Rechten von Herrn Piñera gibt. Aber inzwischen ist, soweit ich das weiß, auch die Protestbewegung, die vor 2 Jahren, vor 1,5 Jahren sehr stark gewesen ist, das halbe Land lahmgelegt hat, ist, glaube ich, inzwischen doch ziemlich wieder abgeebbt, oder? Mhm. Pasquale? Also ich denke, ich nehme Chile nicht mal als gespaltenes Land wahr. Ich nehme es wahr als ein Land, wo sehr viele verschiedene Wirklichkeiten existieren. Also wenn man sich jetzt ein wirklich geteiltes Land zwischen rechts und links, das trifft es nicht, weil zum Beispiel bei den letzten Wahlen, bei den letzten Kommunalwahlen zum Beispiel, gab es überhaupt nur 40% Wahlbeteiligung. Und 40% haben sich entschieden, für rechts oder für links zu wählen. Und die anderen 60%, die haben überhaupt nicht gewählt, weder für rechts noch für links. Und das hat im Endeffekt damit zu tun, dass die Bürger die ein unabhängigeres Bewusstsein haben und gebildeter sind, die oft eben dann eher links sind. Und ich würde trotzdem die Concertación nicht wählen, weil das waren die das Antiterrorismusgesetz, den Mapuche übergestülpt haben, die diese Wasserprivatisierungsgesetze auf den Weg gebracht haben. Es hat viele Entscheidungen, die Concertación gemacht hat in ihrer Regierungszeit, nach der Regierung von Pinochet, werden nicht geteilt von Menschen mit einem höheren Bildungsgrad, weil es nicht auch an eine nachhaltige Zukunft Chiles orientiert ist. Deswegen ist diese Unterteilung zwischen rechts und links, für die man vorgezogen wird, das ist auch eine Illusion eigentlich, weil im Kern, wenn 60% überhaupt nicht gewählt haben, weder rechts noch links,
den die ganz anders denken, das wäre dann ein dritter Weg oder nochmal ganz anders. Also die Mapuches zum Beispiel. Ja, die Mapuches haben auch ihre Sicht zu denken und ihre Weltsicht und das hat mit der Regierung von China wenig zu tun. Und die Mapuches haben eine ganz andere Vorstellung vom Kosmos, die nicht mit links oder rechts klassisch zu beschreiben ist. Ja, also es ist jetzt eine Situation, die sehr viel heterogener ist als rechts und links. Ugo hat sich gemeldet, möchte dazu etwas sagen. Wie ist das, wenn du das hörst, Ugo, ist das vielleicht einer der Gründe, weswegen ihr im Exil geblieben seid und auch dort weiter bleibt? Also Pascuala hat viel Recht mit dem, was er sagt. Das passiert ja nicht nur in Chile, sondern in vielen demokratischen Gesellschaften, wo es ein mangelndes Interesse an der Politik überhaupt gibt, weil die Entscheidungen, die getroffen werden, gar nicht die Mehrheit reflektieren in der Gesellschaft. Das ist ja nicht nur in Chile so. Ich wollte noch eine kleine Klarstellung an historische machen in Bezug auf was unser Freund Peter Schumann sagte. In Chile bis zur Unidad Popular hat man keine Wahl mit absoluter Mehrheit gewonnen. Und deswegen hat sich die Situation mit Allende, kam es zu diesem Allende, wo er mit 37% gewonnen hat, mit, dass die Zentrumspartei hat ihn halt unterstützt sozusagen, und unter diesen Bedingungen begann die Regierung von Allende. Trotzdem mit politischen Attentaten, ein General wurde umgebracht, der Meinung war, dass die Regierung hier im Kurs bleiben sollte. Und an zweiter Stelle muss man noch erwähnen, dass 1973 gab es Parlamentswahlen und sie haben dort 45% der Stimmen genommen, das hat geholt. Das heißt, trotz all diesen ausländischen Boykotts, die Aktivitäten der Rechten, diese wirklich diese Schmutzkampagnen, sie haben zugenommen an Stimmen zu den Wahlen 1973 und nach Diktatur nun. Der Begriff Diktatur endete und es gab dann die Wahlen 1989, sind seitdem immer mit absoluter Mehrheit gewählt worden. Das ist die aktuelle Realität Chiles. Und über viele Jahre hinweg wurde das Land von der Concertación regiert, sozusagen eine Mitte-Koalition sozusagen, von der hat der Pascual ein bisschen gesprochen, gerade. Und aus politischen Gründen haben sie die Wahlen verloren letzte Mal. Und jetzt haben wir tatsächlich eine neoliberale Regierung. Und wie unser Freund Peter Schumann sagte, zu Recht sagte, die Studenten waren die Ersten, die hier gemerkt haben, dass es eine große soziale Ungerechtigkeit gibt, die auf die Straße gegangen sind entsprechend. Hat sie zum Teil ja private Schulbildung genießen und die sehr teuer ist. Gleichzeitig will man die aber auch nicht hören. Also das ist ein bisschen das, was aktuell passiert ist. Wir leben in Frankreich, ein Teil von Quilapayún. Wir leben in Frankreich und tja, das sind aus komplizierten, tiefen Gründen, warum wir jetzt da sind, warum jemand schließlich in einem anderen Land lebt und dann auch dort Wurzeln schlägt. Obwohl wir natürlich zutiefst chilenisch sind, das ist ja klar, aber wir leben jetzt in Frankreich nun, weil ein bisschen die Wirklichkeiten des Lebens dann eben so sind, wie sie sind, ein bisschen die Liebe kommt ins Spiel und die Aktivitäten, und so sind wir irgendwie da hängen geblieben. Und doch, Hernán, zieht es euch nicht doch, neben all dem, was Ugo gerade beschrieben hat, ja, einfach wieder zurück in die Heimat. Ihr seid ja ab und zu sowieso dort, aber
ist es dann nicht doch so stark, dass man sagt, man möchte wieder hin? Oder ist es deswegen, weil die Situation, die gesellschaftliche, so ist, wie sie beschrieben wurde von euch allen, auch gar nicht so anziehend, dort wieder hingehen zu wollen? Ja, es ist eine wirkliche Mischung von Gefühlen. Wir gehen, fahren so oft wie möglich nach Chile, einmal im Jahr mindestens, wenn wir eine Tour in Chile machen. Also so oft wie es geht. Aber gleichzeitig haben wir auch Verpflichtungen hier mittlerweile. Berufliche oder auch private, eheliche Pflichten. Und das führt dazu, dass wir darüber gar nicht wirklich nachdenken können, dass wir jetzt, ich spreche jetzt wirklich von uns beiden hier oder von uns jetzt hier, dass wir nicht darüber nachdenken, jetzt neu uns in Chile wieder niederzulassen. Einige unserer Kameraden haben das geschafft und leben jetzt wieder in Chile. Eduardo, Ricardo, Ismael, sie leben ja wieder in Chile dort. Und ich würde noch, ich weiß nicht, ob das klar geworden ist bei Ihnen jetzt hier bei euch, nachdem die Konzertation-Regierung, das heißt die Sozialistische Partei und die verschiedenen Strömungen innerhalb dieser Partei, die Sozialdemokraten und die Christdemokraten gemeinsam das gegründet haben, was jetzt Konzertation sich genannt hat. Sie hatten dann immerhin den Verdienst, dass sie diesen Übergang aus der Diktatur geschafft haben, mit einer, also es war die Diktatur, die einen galoppierenden Neokapitalismus erstmal geschaffen hat, der sehr stark war, aber es war die Diktatur. Und als wir 1988 zurück nach Chile kamen, wir haben Chile fast nicht wiedererkannt. Die materialistische Einstellung der Menschen, das gab es nicht, als wir Chile verlassen hatten. Es ist nicht so, dass wir jetzt völlige Idealisten waren, aber die Kraft des Kapitalismus in Chile nach der Diktatur war ungeheuer stark. Das heißt, wir kamen in ein Land, wo die Leute auch reicher geworden sind, das muss man auch sagen. Und diese Konzertation, was sie gemacht hat, ist diese Verwaltung sozusagen fortzusetzen, das Privateigentum, die großen Unternehmen, die Privatisierung von Dienstleistungen im Land und all das, das haben die beibehalten. Und in den letzten Jahren jetzt ist das in die Krise geraten. Zum Beispiel der Gesundheitsbereich, hier gab es Versuche, den Gesundheitssektor zu reformieren, den öffentlichen Gesundheitsbereich oder den Universitäten. Die Universität von Chile, das war der Stolz des ganzen Kontinents. Das war eine Universität, wo die Leute aus ganz Lateinamerika zum Studieren kamen. Heutzutage liegt diese Uni am Boden. Ja, wo es also eher die Tendenz eben auch hin, die kleinen Universitäten, private Universitäten zu haben. Es gibt große Ungerechtigkeit in Chile, große Unterschiede. Und das ist das, was die Studenten ohne politische, also egal welcher politischer Couleur, haben das sehr klar erkannt. Und haben große Demonstrationen organisiert. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Gehen die noch weiter, diese Studentendemonstrationen? Wir haben an einer teilgenommen, die war wunderbar, in der Alameda, auf der Alameda. Und das hat ein bisschen die Situation erschüttert jetzt. Aber also es ist jetzt einige Zeit her, dass ich persönlich gar nicht mehr in Chile war, aber ich weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt hat, jetzt aus eigener Erfahrung, aber die Situation ist sehr komplex.
Pasquale, kannst du uns ein bisschen was, du hast ja schon angedeutet, dass die Studenten protestieren und versuchen, etwas zu tun. Kannst du das nochmal ein bisschen genauer beschreiben? Ihr habt ja auch, Pasquale und ihre Band haben zusammen studiert in Valparaíso, wo sie auch alle leben. Beschreib uns doch ein bisschen die Situation, was die jungen Leute, die Studenten betrifft. Ja, ich ein bisschen aufgreifen, was hier meine Landsleute gesagt haben. Nachdem die Diktatur von Pinochet geendet hat, haben wir natürlich erstmal unter der gleichen Verfassung weitergelebt, bis heute. Die Verfassung ist dieselbe und das ist, was den Leuten, die selbstständig denken können, das hat nach wie vor einen Einfluss auf uns. Und das, die Tatsache, dass wir unter der gleichen Verfassung leben, die uns die verhindert, dass wir hier in kollektiver Art wieder möglicherweise und den Bedürfnissen des Volkes wirklich entsprechen können, nicht nur dem, was die Wirtschaft will. Aber das hat auch was mit der globalen Situation zu tun. Insgesamt natürlich, es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Govia, dass die Regierung Pinochet, die Diktatur Pinochet, dass die alle nur aufs Geld geschielt haben. Das ist ja nur das, was die Welt bewegt hat damals und was ja auch so wird. Es gibt ja die Konvention für die Indigenas in Südamerika und sie hatten vorgeschlagen, dass es immer ist, zu jeder Zeit gibt es immer eine Position, die sich je nach der Zeit verändert. Natürlich, was eine Gesellschaft mit der Zeit macht, wie die Zeit sozusagen wahrnimmt. Und im Moment sind wir gerade in einer Phase, wo die Menschen Geld aus der Zeit machen. Das ist also ein Standpunkt von indigenen Völkern, die das so mal formuliert haben. Und diese Phase kommt jetzt vielleicht zum Ende, deswegen sind wir in einer Krise. Die Krise ist, also ist das, denke ich, dass man Geld alle Bedürfnisse befriedigen kann, das ist ja eben, kommt jetzt am Ende, deswegen kommen wir in eine Krise und in dieser unter der Fassung, unter der wir jetzt immer noch leben, mit der gleichen, kommen wir hier auch an die Grenzen. Und das ist das, was sozusagen die revolutionären Studenten heutzutage stört. Und die Studentenrevolution hat nicht nur die Studenten selbst betroffen, sondern bezog sich auf die ganze Gesellschaft. In diesen Studentendemonstrationen gab es nicht nur Studenten, da gab es Kinder, da gab es Großeltern, da gab es Leute aus allen gesellschaftlichen Bereichen. Und das, was in den letzten Jahren, im vorletzten Jahr am meisten kritisiert worden ist von Piñera, der Präsident, ist hatte immerhin 23% Zustimmung in Wahlen. Und es ist also nicht nur, dass die Studenten dagegen waren. Das waren die wahrscheinlich auch nicht gewählt haben. Die Zustimmung, die er hatte, hatte was damit zu tun, dass eben doch große Teile sich hier gegen ihn gewandt haben und demonstriert haben. Es ist ein kritischer Moment, auf jeden Fall jetzt im Moment. Es gab viele Demonstrationen, das hatte, was haben Sie gesagt, welches Wort benutzen Sie ständig, habt ihr ständig benutzt? Die Angegriffenen, die Boykott, genau, es gab diese vielen Boykotts von der Rechten, also die Linken, die gibt es ja welche, immer mit Kapuze und das Gesicht sich verhüllen. Das waren Rechte, die mit Kapuze auf die Demos kamen, die Rechten bezahlt haben. Hier also so ein bisschen zu provozieren, mitten in einer Demo zum Beispiel, irgendwo am Rand der Demo kamen dann 20 Typen mit Kapuzen und haben dann Autos zerstört, am Straßenrand stehen und irgendwie da sozusagen Randale gemacht und dann Chaos gemacht haben, was man mit der eigentlichen Bewegung der Demonstranten gar nichts zu tun hatte. Das ist oft vorgekommen. Und da ging es mehr darum, also hier bei der Bevölkerung Unzufriedenheit mit dieser Ständebewegung zu stiften. Es gab bestimmte
Anträge, Petitionen und so weiter hier von Seiten der Studenten. Und das hat natürlich einen Prozess jetzt erstmal in Gang gesetzt, wo es uns auf einen Dialog ankommt, wo man dann an runden Tischen sitzt, wo man diskutiert, wie sich etwas verändert in den Universitäten, wie die Forderungen der Studenten aufgenommen werden, wie das von der Regierung beantwortet wird, etc. Das ist also eine Zeit, wo viel mehr diskutiert und gearbeitet wird, als wirklich jetzt groß draußen demonstriert wird. Die Demonstration beziehen sich mehr auf die Problematik mit der Mapuche. Vielen Dank. Die Frage ist ja, mit was, sozusagen, wo, auf welchem Stand blieb denn das nun stehen, diese Demonstration? Und wenn man, weil am Anfang wollte die Regierung ja nur mit den Studenten gar nicht diskutieren. Und der Wert der Reaktion der Studenten ist, dass sie die Regierung gezwungen haben, mit ihnen zu sprechen. Hier in Chile passiert was Schweres, die Situation ist schwierig, und unsere Zukunft unserer Kinder ist nicht gesichert und wir müssen hier reden und wir wollen diskutieren. Und das haben die Studenten durchgesetzt und das hat die Regierung eben auch sich an den Tisch gesetzt. Und Pascuala hat ja den Rest jetzt gerade erklärt. Ich würde wieder gerne über Lied sprechen und über die Musik sprechen. Das ist eine gute Überleitung, weil ich möchte doch gerne, dass Barbara uns noch mal ein bisschen davon erzählt, wie das war. Also ich fange mal an. Ich habe das ja gestern Abend gehört. Also sie war in der Uni in Santiago, richtig? Habe ich das richtig verstanden? Was bist du jetzt? Mensch, das hat noch nicht geklappt. Also du warst doch in der Uni und hast in einem Konzertsaal, wo aber sehr viele junge Leute waren. Bitte, 5000 Leute, so viel habe ich gemerkt. Und dann gab es das Stichwort Victor Jara, Präsente, so wie unser Konzert morgen auch heißt. Kannst du noch mal schildern, wie das war? Diese Frau ist wirklich unermüdlich. Ja. Ich wollte das nicht erzählen, weil es einfach nicht so passt. Also ihr werdet das wissen, ihr kennt aber diese Riten, ja, die in Chile normal sind für uns, also was neu. Hier weiß es keiner, ja, richtig. Also es war so, dass einer aus dem Publikum rief Präsente, Victor Jara, das ganze Publikum rief Präsente, dann wieder Victor Jara, das ganze Publikum rief Präsente und ein drittes Mal, sind immer dreimal und das Publikum weiß, wie es sich zu verhalten hat, Präsente ahora y siempre, anwesend jetzt und immer. Und wenn man da fremd in so einem Umfeld sitzt und sieht, wie diese fast schon zweite Generation, also die, die 1971 20 waren, haben wir jetzt schon wieder Kindeskinder. Und das beeindruckt einen schon sehr. Und die auf der Bühne Stehenden kennen diese Situation, hören dann auf, warten, bis das vorbei ist und dann geht es weiter. Und ich hatte Gott sei Dank einen sehr tollen Dolmetscher mit, der mir das erklärt hat und mir auch gesagt hat, dass es nicht ein Moment war, der jetzt kam, sondern dass bei allen politischen Musikkonzerten in Chile das sozusagen gang und gäbe sei, an Victor Jara auf diese Weise zu erinnern. Stimmt das, wie mein Dolmetscher mir das gesagt hat? Vielleicht könnt ihr aus dem, was ihr wisst, und Pascuala nochmal, ist das so? Nein, nicht in allen Konzerten, nicht nur in den politischen Konzerten. Das ist ja, das ist so. Vielleicht nicht bei klassischer Musik. Das weiß ich nicht, bei klassischer Musik, aber zum Beispiel. Es gibt ja eine deutsche Musikgesellschaft, wie heißt die? Die GEMA. Also, wenn zum Beispiel. Es gibt also eine chilenische GEMA und die organisiert ein Konzert also für offizielle Musik. Also das ist also ein groß angelegtes Konzert, da gehen alle Musiker hin. Das ist ein Event, egal welche Art von Botschaft dieser Musiker verkünden möchte. Das heißt, da gibt es auch ganz einfache Botschaften, Tanzmusik, heiße Botschaften, alles. Und egal, auch bei diesen Konzerten wird Victor Jara wird an ihn erinnert. Was sind das für Leute aus dem Publikum, die sich dann zu Wort melden, also die diesen Ritus in Gang setzen? Also es ist irgendjemand, ist das ein von den Künstlern abgestellter im Publikum, oder? Das war bei uns so früher, Barbara. Was? Das war doch bei uns nur so früher. Na,
Sicher ist das jemand, der vielleicht schon ein Bier getrunken hat und der sehr emotional berührt ist und der jetzt einfach sagt, Victor Jara. Und das Publikum reagiert natürlich unmittelbar und sagt, Presente. Und dann sagt er, jetzt. Und immer. Und das ist also ein Spiel mit dem Publikum. Das ist also der Ritus, der sich so entwickelt hat. Ugo. Also politische Konzerte als Kategorie kenne ich jetzt nicht. Also ein Konzert ist ja ein musikalisches Event. Und es wird natürlich immer etwas Historisches dargestellt und auch immer etwas Aktuelles. Also aber in dem Moment, wo in einem Konzert ein Künstler wirklich ein Lied von Victor Jara singt oder in irgendeiner Form auf ihn anspielt, dann wird das Publikum immer reagieren, immer. Denn sie erinnern sich daran. Chile hat ja doch politisch auch vor der Unidad Popular existiert. Das heißt, egal welche, Victor Jara ist immer präsent und jemand wird das aufgreifen und wird dann sagen, Salvador Allende oder etwas anderes. Das ist dann ein Selbstläufer. Das ist bei jedem Konzert so. Denn sie sind ja auch geistig präsent. Sie sind ja auch nach wie vor bei uns und die Leute haben das ja wohl im Bewusstsein. Das ist also eine Kultur. Aber ich will mal, ich sagte gestern auf der Bühne auch, dass ich mir nicht vorstellen könnte, dass so eine Situation in Deutschland heute möglich wäre. Auch wir haben große Künstler, die normal verstorben sind, an die zu erinnern, es geboten wäre. Und niemand in Deutschland würde sich trauen, auf diese Weise auf Christa Wolf anzuspielen oder andere. Ich glaube, wir haben aber auch keine, ja, wir haben aber auch keine wirklich solche legendäre Figur unter den Künstlern. Ich wüsste also wirklich niemanden, der verstorben wäre unter den Sängern, der ein solches Leben, der schon damals, als er noch gelebt hat, eine solche zentrale Rolle gespielt hat und an dem sozusagen auch an dessen Mord, die Ermordung einer ganzen Kultur festgemacht worden ist. Und deswegen ist er, glaube ich, wirklich eine legendäre Figur geblieben. Und wir haben in Deutschland, wir haben ja auch die Vergangenheit ist auch schon ziemlich lange, aber es gab auch niemanden. Es gab wirklich niemanden, ich kann mich nicht erinnern, der dieses auch im Volk verwurzelte Bedeutung gehabt hätte. Stimmt es eigentlich, die Information, Pasquale, dass das Stadium, in dem Victor Jara und viele andere gefangen gehalten worden sind, er ermordet wurde, inzwischen Estadio Victor Jara heißt? Ja. Das ist... Sie haben Estadio Victor Jara, oder? Das ist ja auch, also... Das, aber es ist nicht das offizielle Stadion. Aber es ist ein Basketballstadion, es ist nicht das offizielle Fußballstadion. Es ist kleiner. Da passen 5.000 Leute rein, wenn nicht. In Santiago. Es un recinto importante. Aber es ist natürlich ein wichtiger Ort. Seit zwei Monaten etwa, vor zwei Monaten wurde dieses Stadion geschlossen. Dort finden immer alle Feste statt, mit Konzerten von Gruppen, die also doch eher das politische Lied pflegen. Dieser Veranstaltungsort, der auch den Namen Victor Jara trägt, wurde also vor zwei Monaten geschlossen und dort ist ja dieses Gedächtnis und dieses Vermächtnis von Victor Jara gerade präsenter als anderswo und das ist geschlossen worden. Und das hat natürlich zu großer Unzufriedenheit ausgelöst. Die Behörden und auch unter der Region der Konzertation, der Bürgermeister zum Beispiel von Santiago ist ja ein rechter Bürgermeister. Und er hat eine Aufführung verboten im Stadion Victor Jara aus Gründen der Hygiene oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Also es war ein Konzert anberaumt mit einer bestimmten Gruppe in diesem Stadion und das wurde verboten oder abgesagt aus Gründen. Und das war nämlich auch ein Konzert, das wirklich auch zum Gedenken an Victor Jara gedacht war und das wurde eben abgesagt. Und dann wurde der Veranstaltungsort geschlossen, ich weiß nicht, ob kurz davor oder kurz danach, aber solche Dinge passieren immer wieder.
Gerade wenn eben also Veranstaltungsorte einen ganz besonders engen Bezug zu Viktor Chade haben, wenn also Aktivitäten dort stattfinden, die politisch sind, das ist ein Skandal und das passiert immer wieder. Und da werden dann irgendwelche technischen Gründe oder Vorwände als Begründung gegeben. Ich kann anschließen, weil ich habe in Vorbereitung der Veranstaltung mir nochmal in Erinnerung gerufen, Sie haben vielleicht die Nachricht ja auch gehört und die ist ja wiederum mutmachend, wenn auch in dieser schwierigen Situation oder anlässlich oder im Zusammenhang mit der Ermordung Viktor Haras. Am 29. Dezember 2012, also vor 2 Monaten, habe ich im Inforadio um 16.40 Uhr folgende Nachricht gehört. Die Ermordung des chilenischen Sängers Viktor Jara während der Pinochet-Diktatur wird juristisch aufgearbeitet. Fast 4 Jahrzehnte nach der Tat ordnete die Justiz die Festnahme von 8 tatverdächtigen Ex-Militärs an. Einer der mutmaßlichen Täter soll in den USA leben. Er wird mit internationalem Haftbefehl gesucht. Ja, seit 2003 steht auch in dieser Nachricht hier, trägt dieses Stadion Jaras Namen. Barbara, du warst, als du in Chile warst, auch bei der Victor Jara Foundation oder Fundación, wie es ja Spanisch heißt. Das ist ja auch eine Nachricht, die dort, dann hast du im Nachhinein davon gehört und ja auch in unserer Ausstellung darüber geschrieben und im Programmheft, dass das natürlich Mut macht denen, die da seit Jahren, Jahrzehnten drum kämpfen. Möchtest du mal kurz von deiner Begegnung in der Fundación erzählen? Na, ich war ja eigentlich verabredet mit John Jara, also mit der Witwe von Viktor Jara, aber die ist mit dem Rechtsanwalt am selben Tag, weil es so konkret wurde mit der juristischen Situation, der Realita-Anklage gegen die Mörder von Viktor Jara, musste sie in den Justizpalast mit ihrem Anwalt und ich habe mit Gloria, mit der, wie soll man sagen, Direktorin der Viktor Jara Foundation, ein Interview gemacht, die mich darüber aufgeklärt hat, was diese beiden Frauen geleistet haben, um wirklich der Mörder habhaft zu werden. Es ist wirklich, man muss da eine große Verneigung machen. Auch die Kraft, die John Jara da reingesetzt hat. Jetzt ist ja schon wieder eine neue Situation eingetreten gegenüber der Nachricht, die du eben verlesen hast. Es ist alles klar. Es ist nichts mehr unklar. Und man muss sich mal überlegen, Viktor Jara ist erschossen worden, weil er nicht auf die Frage von einem Offizier geantwortet hat, wer sind Sie? Der wusste natürlich, wer Jara ist. Und dann hat er, weil er nicht geantwortet hat, geschossen. Also nicht geantwortet hat aus Stolz. Ja? Du Arsch, du weißt doch, wer ich bin. Ja? Ist er erschossen? Finde ich so. Da läuft es mir gerade den Rücken runter. Und diese Situation ist jetzt grundsätzlich geklärt. Es gibt keine Unklarheiten mehr des Vorgangs des Mordes. Ja. Aber die Anklage, die... Ja. Hernán? Ich habe verstanden, Sie haben die Tradition hier von Barrientos in den Vereinigten Staaten. Habe ich das richtig verstanden? Pascuala? Die haben die Auslieferung verlangt, ne? Von den. Ja, ich weiß, sie haben es verlangt, aber das weiß ich nicht. Und die anderen sind schon verurteilt worden auch. Aber die Ausweisung ist eben ganz interessant. Da spielt der CIA eine Rolle, die wird seit Jahren verschoben, ja? Immer wieder hingeschoben. Und. Das eben meine Wahrnehmung in Chile war, dass die USA eine ziemlich negative, schlimme Rolle spielen. Also auch in dem, was Menschen wollen, was sie anstreben, was ihr Leben ausmacht. Und die merken gar nicht, wie sie veramerikanisiert werden und ihr eigenes Leben damit aufgeben. Und das hat mir in mir eine gewisse Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit erzeugt. Pascuala, erlebst du das auch so?
du machst nicht den Eindruck, aber wenn Barbara als Beobachterin, die aus Europa für 2 Monate in Chile war und das natürlich von außen beobachtet hat, in Kontakt mit Freunden, mit Menschen, mit denen sie dort zusammengekommen ist, was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst? Naja, es ist ja, ich weiß nicht, ob ihr die offenen Venen von Lateinamerika gelesen habt. Habt ihr gelesen, das Buch Las Venas Abiertas von Eduardo Galeano? Ja. Da werden ja viele Geschichten erzählt, wie sich die USA in die Politik der lateinamerikanischen Staaten einmischen. Und genauso mit den Diktaturen. Es gab sehr viele Interventionen aus dem Ausland, und das sind vor allem die USA gewesen, wo die Interventionen herkamen, die zur Diktatur bei uns geführt haben. Und der gleiche Krieg, den es jetzt gegen das Mapuche-Volk gibt, kommt eigentlich von den Vereinigten Staaten. Der Fall Mapuche, hier gab es einen Minister, der große Investitionen in Südchile machen wollte, genau im Land der Mapuche, weil da am meisten Wasser und am meisten Wälder sind. Und unter der Regierung wurde dann von Bush, wurde dann Chile als Angebot gemacht, wie man Antiterrorismus-Ausbildung macht sozusagen. Da haben sie dann ihnen gezeigt, sozusagen, wie man mit den Mapuches umgehen könnte, wenn es nach Antiterrorismus-Kriterien ginge. Und dann haben sie also die Mapuches entsprechend, die geistigen Führer der Mapuches verhaftet. Und im Endeffekt sind es wieder die Interessen von wirtschaftlichen Interessen der Vereinigten Staaten, die unsere Regierung beeinflussen. Und es gab ein Modell insgesamt von den Vereinigten Staaten, was sehr stark war, nach der Zerstörung des World Trade Centers. Viele Chilenen glauben nicht, dass dieses Attentat gegen das World Trade Center wirklich wahr ist. Und ich als Kind habe mich auch erinnert, dass wir auf dem Markt waren irgendwie und Gemüse gekauft haben. Und da hatten viele ein T-Shirt an mit der US-Fahne drauf oder auf der Mütze. Das sieht man jetzt sehr viel weniger. Wenn man jetzt mit einem T-Shirt mit der Fahne mit den USA drauf ist, rumläuft, würden die Leute dann angucken und sagen, was trägst du denn da? Und da hat sich das Klima sehr, sehr verändert. In dem Sinne, ich verstehe das Bild total, was bei Barbara ankam, aber es ist eben auch, es ist wechselseitig, ja. Diese Wahrnehmung, denke ich. Herr Schumann, Sie haben ja von Ihnen, ich möchte noch mal ein kleines bisschen zurückgehen, weil wir auch ja sprechen wollen über Situationen von Künstlern. Was haben wir versucht, immer wieder in der chilenischen Gesellschaft auch zu bewirken? Sie hatten vorhin das Stichwort 1988 gesagt, in unserem Vorgespräch auch immer wieder betont, dass es sehr in diesem Widerstand seitens Künstlern und Kulturschaffenden gab. Frage, wie weit konnte der durchdringen? Wie weit konnte er auch angesichts der Situation, die wir jetzt beschrieben hören, Efecto, y usted que es observador a lo largo de los años, ¿cómo lo describiría hoy en día? Gustaría decir lo siguiente, la resistencia cultural va a empezar muy temprano, pero fue un círculo de personas muy pequeño, porque las manifestaciones desde 1973 ni siquiera si era posible, fue peligroso. Entonces eso volvió durante la primera crisis económica en 1983, pero entre 73 y 83 prácticamente no había manifestaciones. Y estas manifestaciones culturales entonces se han interiorizado. Desde la calle hacia los pisos privados, círculos privados, papilleras que se vendían a través de las instituciones católicas, que no siempre tenían un papel muy positivo, pero bueno, tenían estos vertrieben und manchmal waren in diesen Stoffbildern kleine Messages, also kleine Informationen zu finden, Widerstand oder Freiheit oder so irgendetwas stand dann darauf. Es hat aber auch
Galerien gegeben, die berühmte Galerie Paulina Vohr zum Beispiel. Die Künstler, die dann Bilder gemacht haben, Installationen, auch Objekte dargestellt haben, als Ausdruck der Widerstands, irgendwie Krawatten in einen Vogelkäfig gehängt oder Vögel umgekehrt in einen solchen Käfig gezeigt oder ähnliche Geschichten. Gegen diese Galerie und gegen andere, auch das Goethe-Institut hat eine ganz wichtige Rolle gespielt, indem es Schriftsteller zu Wort hat kommen lassen oder kleine Ausstellungen gemacht hat. Diese Galerie Paulina Vohr ist mit einer Bombenattentat versehen worden. Es hat dann etwas später, Mitte der 70er Jahre, auch Konzerte gegeben, im Teatro Caupolicán zum Beispiel. Da wurden zunächst, durften ja die Lieder, es wurde gesagt, nicht mal die Musikinstrumente durften gespielt werden. Der Charango, diese kleine, immer durchdringende Gitarre, war verboten, weil sie sozusagen mit eines der führenden Instrumente der Künstler, der Liedermacher, der Universidad Popular gewesen war. Aber die Musik wurde gespielt, die Texte durften nicht gesungen werden. Und dennoch gab es dann immer wieder Verbote. Eine ganze Veranstaltung, da waren auch, wie viel gehen da rein? Quanta gente ist dann Wirthausen. Also ein riesiger Saal wurde verboten plötzlich, weil irgendjemand, ein Militär, auf die Idee gekommen war, dass da wieder irgendein Laut ertönt war, der nicht geduldet wurde. Es wurde dann in einem Zelt solche Veranstaltungen gemacht, das Zelt ging in Flammen auf. Das heißt, es wurde immer wieder versucht, auch von Seiten der Musiker Widerstand zu leisten, auf vielfältige, natürlich nicht gleich mit der geballten Faust, auf vielfältige, sehr subtile Weise. Im Theater, das waren überhaupt die ersten Manifestationen, in den Klassiker-Inszenierungen, die wurden entsprechend interpretiert. Wir kennen das aus unserem eigenen Land, aus vielfältigen Situationen, wo so etwas dargestellt worden ist. So fing es an und das hat dann allmählich einen ganz wichtigen Ausdruck angenommen, denn es war das, was wir auch im Ausland wahrgenommen haben als kultureller Widerstand, dass in Chile nicht nur Leute einerseits in den Konzentrationslager saßen und das ganze übrige Land tot war. Nein, es wurde überall immer wieder und in zunehmendem Maße kultureller Widerstand geleistet. Und deswegen ist diese Kampagne, die dann 1988 stattfand, in dieser Bewegung des kulturellen Widerstands wirklich zu sehen. Und nun die Kulturschaffenden, die sehr viel getan haben sozusagen für die Rückkehr der Demokratie, hofften natürlich, nachdem diese wiederhergestellt war, 1989 folgende, dass die Konzertation auch etwas für sie tun könnte, würde. Kulturförderung oder so etwas. Es geschah nichts. Erst in den letzten 10 Jahren, als nun zwei linke Präsidenten dieses Land führten, hat es eine zunehmende Kulturförderung gegeben. Und die läuft auch heute unter der Rechtsregierung weiter, da hat es keine Abschnitte gegeben. Aber ich wollte damit sagen, dieser kulturelle Widerstand war das der einzige Ausdruck zunächst, den wir im Ausland aus Chile wahrgenommen haben. Denn andere Formen hat es fast, es gab ein Attentat gegen Pinochet von den MIR-Leuten und so weiter, das hat es auch mal hin und wieder gegeben. Aber das waren vereinzelte kleine Aktionen, jedenfalls nicht eine so große und weit verbreitete Aktionen wie diese einzelnen kleinen und zum Teil auch immer größer werdenden kulturellen Akte. Und dann hat natürlich der Film eine Rolle gespielt. Es war ja sehr merkwürdig, dass in diesem Konsumwahn, den der Neoliberalismus dort entfacht hat, alle viele Sachen kostenlos, also ohne steuerfrei eingeführt werden konnten. Und da wurde auch die Videotechnik eingeführt. Die Videotechnik wurde dann benutzt, um Zeugnis abzulegen. Das heißt, Aufnahmen wurden gemacht von Folteropfern, von Zeugen, die ihre Angehörigen verloren hat, die verschwunden waren. Teleanalysis ist eine ganze Serie, die da auch in kleinen Gewerkschaftszirkeln, in Kirchenzirkeln vorgeführt worden ist. Und das hat auf diese Weise, hat also der Film angefangen, auch wiederum Zeugnis abzulegen. Und das finde ich sehr wichtig. Denn es hat dann 1983 die erste große Manifestation in der Zeit, wo der Neoliberalismus fast implodierte, gegeben. Und von da an hat es dann langsam auch eine Öffnung gegeben innerhalb des Regimes. Und dann hat es wieder zunehmende Manifestationen auch auf der Straße gegeben, die immer noch unter großer Gefährdung waren. Aber so etwas war möglich. Das hat nicht nur den Widerstand von den Emigranten, sondern es hat auch Widerstand von innen gegeben. Und dieser Widerstand hat sich vor allen Dingen in der Kultur abgespielt.
Danke, Herr Schumann. Meine Damen und Herren, wir haben noch so ein Viertelstündchen maximal Zeit, hier miteinander zu diskutieren. Wenn Sie einsteigen wollen, seien Sie mal so lieb, greifen Sie sich mal freundlicher. Oder Herr, genau, Lutz Kirchenwitz bringt das Mikrofon. Während Sie sich gleich zwei, Frau Kleinert. Und vielleicht eine kurze Anmerkung, bevor Sie loslegen, was die Kulturförderung betrifft. Wir haben da als Festival in der Zusammenarbeit mit Chile direkt eine etwas andere Erfahrung gemacht. Wir freuen uns sehr, dass Pascuala da ist. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, das, genau. Genau, also die Frage ist, wohin entsende ich beispielsweise Künstler und was unterstütze ich? Wir freuen uns sehr, dass Pascuala und ihre Band Fauna da sind und auch, dass Quilapayún da sind. Aber irgendwann sind die Mittel eines kleinen Vereins trotz großzügiger Unterstützung, beispielsweise durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung und aber auch andere Stiftungen und Partner, aber irgendwann sind die Mittel zu Ende. Und deswegen haben wir versucht, ganz direkt mit Chile zu kooperieren und dort Mittel zu bekommen vom chilenischen Kulturministerium und auch noch weitere junge Künstler einzufliegen. Das ist nicht gelungen. Also es gibt so eine und solche Erfahrung, was Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, Kulturförderung geht weiter. Dazu muss ich aber was sagen. Sie kommen sofort dran. Dass eine linke Organisation von einer rechten Regierung keine unterstützt noch nicht einmal in der Lage ist, einen nun wirklich nicht revolutionären Schriftsteller wie Antonio Skámeta ordnungsgemäß nach Berlin einzuladen, das kann ich mir nur wirklich klar. Gut vorstellen. Genau, genau. Okay. Wir hatten es trotzdem probiert. Also wir versuchen da ja immer alles Mögliche. Jetzt sind Sie dran und sagen uns freundlicherweise auch, wer Sie sind. Ja, mein Name ist Gerhard Merzschink. Ich bin von der Alexander von Humboldt Gesellschaft, war mehrmals in Chile. Wir haben Freunde dort und glauben auch, etwas Bescheid zu wissen. Erstmal vielen Dank an die Organisatoren dieses Festivals, Victor Jara Present. Das ist, glaube ich, von unschätzbarem Wert, an ihn zu erinnern, an den Putsch zu erinnern. Denn für mich ist das wirklich eine Zäsur. Denn ich glaube, ein Untertitel des Festivals ist ja auch, auf wessen Seite stehst du? Und das ist wirklich im Falle von Chile am Putsch gegen Allende, der einen demokratischen Sozialismus auf demokratische Art und Weise einführen wollte, ganz klar zu sehen, wer steht auf wessen Seite. Und das hat mir an dem Film auch gut gefallen. Zum einen das Persönliche. Es ist doch wirklich beeindruckend gewesen zu sehen, wie sich das Gesicht von Isabel Parra verändert hat. Von 71 zu 74. Das ist erschütternd. Und das war beredet. Auf der anderen Seite halte ich dem Film auch zugute, dass er den großen Bogen geschlagen hat. Er hat eine klare Sprache gesprochen. Der USA-Imperialismus, der dort eingriff. Und ich danke Hernán auch für seine Bemerkung. Es war zum großen Teil auf die auswärtige Einmischung zurückzuführen, dass Allende gestürzt wurde. Und wir hier im Saal sollten nicht vergessen, dass auch damals die sozialdemokratische Regierung der Bundesrepublik am Kampf gegen Allende teilgenommen hat. Sie hat den Kupferkaufboykott unterstützt. Sie hat keine Kredite gewährt, also hat zur wirtschaftlichen Destabilisierung der Allende-Regierung beigetragen. Und nun eine Frage an Pascal. Danach hätte ich jetzt gefragt, genau. Nein, aber das andere wollte ich auch loswerden, weil das eben wichtig ist, auf wessen Seite man steht. Pascal, du hast ja mehrmals Mapuche erwähnt. Und vorher wurde auch erwähnt, dass die Singebewegung von den 60er Jahren auch darauf beruhte, dass die Folkloreinstrumente wiederentdeckt wurden und eingesetzt wurden in dem musikalischen Wahlkampf. Wie ist das jetzt? Es gibt ja eine starke Mapuche-Bewegung. Gibt es da jetzt bei den neuen Barden Chiles auch eine Besinnung auf die Kultur, die Musik der Mapuche? Wird das irgendwie verarbeitet? Kann das verarbeitet werden oder wie läuft das ab? Was passiert mit der Mapuche? Zunächst erst einmal Folgendes. Sie haben eine Kosmosicht. Sie ist haben eine ganz andere Auffassung im Vergleich zu den Leuten, die nicht dem Mapuche-Volk angehören. Es ist also sehr schwer, oder es war zumindest sehr schwer, sie einzubeziehen. Das heißt, sie haben von bestimmten Fördermöglichkeiten des Kulturministeriums nicht profitiert. Wir sprachen ja gerade von Kulturförderung. Es gab letztes Jahr zum Beispiel eine Kulturförderung
für das Festival Vernissage. Das ist also ein politisches Liedfestival, eher links ausgerichtet. Und da gab es auch Unterstützung von der chilenischen Regierung. Das heißt, es ist möglich. Und unabhängig von der politischen Ausrichtung kann man Kulturförderung bekommen. Eine Woche pro Jahr kannst du Anträge stellen. Das ist das Problem. Das heißt, es sind Hürden, die nicht unbedingt politischer Natur sind, sondern eher administrativer, dass es also bestimmte Zeiträume und Fristen einzuhalten geht. Und das ist natürlich schwer den Mapuchen zu erklären. Und die indigene Bevölkerung in Chile hat auch Probleme, sich selbst zu definieren und auch Projekte überhaupt zu erdenken, die in dieses Format reinpassen, das also eine Kulturförderung erhalten könnte. Das sind ja doch eher akademisch gedachte Projekte und die Kunst der Mapuches ist nicht akademisch ausgerichtet. Sie kommt von innen, sie ist etwas ganz Ursprüngliches und die Künstler aus dem Mapuches, aus dem Mapuche-Volk profitieren nicht von bestimmten Kulturfördermaßnahmen, weil sie eben sich nicht in Spanisch gut ausdrücken können, schriftlich oder mündlich, oder weil sie von ihrem Künstlerformat nicht in diese förderungswürdigen Projektkategorien einzuordnen sind. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite auch ein neues Erwachen und die Menschen haben also immer mehr die Angewohnheit, sich auch um das Ursprüngliche zu besinnen. Sie haben auch sehr viel Zeit, auch aufgrund der Situation in Chile. Und man beschäftigt sich wieder mit den Wurzeln. Und zum Beispiel gab es also auch auf und ab in der Geschichte der Kulturaktivitäten des Mapuche-Volkes. Da gab es zum Beispiel einen Friedhof, der wurde jahrelang gepflegt und dann sind aber da in den Jahren später ist nichts mehr passiert und es wurde aufgegeben. Also das gab also immer verschiedene Wellen. Und es gibt derzeit sehr viele interessante Bücher von Mapuche, Angehörigen des Mapuche-Volkes geschrieben, auch in der Sprache ihres Mapuche-Volkes. Und ich denke, es gibt da sehr gute Bücher und man sollte versuchen, sie bekannt zu machen. Und wer die Möglichkeit hat, sollte diese Gelegenheit nutzen, auch sich mit der Sprache und der Kultur dieses Mapuche-Volkes vertraut zu machen. Y hay incluso entretanto hoy día hay cantautores mapuches que cantan en su idioma, ¿no? Y esa gente participa en hacer conocer más a esta gente, a esa cultura. Hay un título de una manifestación y nosotros hemos organizado una manifestación justamente con la canción. Das hat die Redaktion des ND da so eigenmächtig rein. Ich habe mich ein bisschen beschwert, habe gesagt, das sieht ja aus, als ob, sag mir, wo du stehst, Untertitel des Festivals wäre, ist es aber nicht. Also das ist ein kleines Missverständnis. Ich wollte gerne noch einen Satz sagen, als einer von denen, die damals im Haus der Jungen Talente, also das Haus der Jungen Talente war es, übrigens nicht die Kongresshalle, wo 1971 Kila Payun das erste Mal aufgetreten ist mit Isabel Parra. Also das war, würde ich sagen, eine Sternstunde der Verbindung von Musik und Politik, von Zeitgeschehen. Im Jahr, ich habe ja jetzt, wir haben in Vorbereitung auf diese Veranstaltung hier ein bisschen recherchiert und Spurensuche betrieben und auch kommuniziert miteinander. Ich habe Hernan gefragt, woran erinnerst du dich eigentlich, was war das der erste Kontakt? Ich war sehr überrascht, wie genau er das noch wusste. Er sagte, wir haben eine Schallplatte vom ersten Festival des politischen Liedes in Berlin bekommen und dann hat er geschrieben nach Berlin an den Oktoberclub, ob denn da nicht eine Verbindung möglich wäre. Wir wiederum haben eine Kila Payun Schallplatte bekommen vom Chefredakteur der Jungen Welt, der mit irgendeiner Delegation gerade in Chile war und haben erstmals diese Musik gehört. Und im Oktober 1970 sind wir das erste Mal aufeinander getroffen. Da waren Kila Payun das erste Mal in Europa eingeladen vom Weltbund der demokratischen Jugend. Und wir hatten gesagt, das ist die Chance, um mit den Leuten mal zusammenzutreffen. Und Georg Bach und ich wurden entsandt vom Oktoberclub, diese Gespräche zu führen.
Und im Januar 1971 kam Hernán das erste Mal hierher. Und nun muss man ja nochmal sagen, im September 1970 war die Wahl, der Wahlsieg der Unidad Popular. Anfang Januar 1971 wurde Allende Präsident und im Februar waren sie hier. Also dieses Fanal mit einmal diese neue Möglichkeit Sozialismus auf demokratischem Wege in Lateinamerika und diese Musik, die kam hier zusammen zu uns und das war ein unglaubliches Erlebnis, also das ich persönlich auch nicht vergessen werde. Und ich finde es also deshalb sehr gut, dass wir, deshalb war uns das auch ein Anliegen, diesen 40. Jahrestag zu nutzen, um diese Veranstaltung zu machen. Und dass nun wiederum die Zeitgeschichte es wollte, dass jetzt auch endlich die Mörder Viktor Jaras angeklagt werden. Also das ist wieder eine schöne Verbindung von Musik und Zeitgeschichte, finde ich. Ja, danke sehr. Gibt es weitere Mordmeldungen, Anmerkungen? Da gibt es jemand. Kommen Sie doch aufeinander zu, freundlicherweise. Übrigens, Barbara Thalheim lässt sich entschuldigen. Sie musste zu einem nächsten Termin. Nochmal herzlichen Dank, dass sie dabei war. Jetzt. Ich bin Hans Werns. Ich wollte einige Fragen stellen an unsere Freunde von der Band Quilapayún. Wie sieht euer derzeitiges Leben aus? Wie ist eure Situation? Was macht ihr? Wie seid ihr als Gruppe organisiert? Wie seid ihr organisiert als Band? Dann, was macht ihr? Welche Stücke schreibt ihr? Seid ihr dabei, neue Stücke auszuarbeiten? Bereitet ihr Konzerte vor? Spielt die Aktualität eine Rolle? Sowohl was die Inhalte der Lieder anbelangt, als auch neue Kompositionen. Die Kompositionen habe ich bereits genannt. Und dann habe ich noch eine Frage an Herrn Schumann. Die erste Frage im Zusammenhang mit dem Film, den wir gesehen haben. Ich möchte wissen, ob im Zusammenhang mit seiner Erfahrung es möglich ist, diesen Film zu restaurieren, dass man den zum Beispiel aufarbeiten könnte mit technischen Mitteln der gegenwärtigen Zeit, mit dem, auf dem PC oder mit Farbe versehen, dass man ihn wirklich restaurieren könnte. Das würde mich interessieren, ob das geht. Und dann möchte ich noch etwas mehr wissen, welche Rolle die chilenischen Filmautoren ganz konkret zu Zeiten der Diktatur gespielt haben. Denn es gab ja auch zu Zeiten der Pinochet-Diktatur Cineasten im Inland und im Ausland auch, weil sie ins Exil gehen mussten. Darüber könnte man eine zweite Veranstaltung machen mit diesen Fragen. Basiert auf einem Missverständnis. Also Herr Schumann ist nicht der Autor des Films. Aber Sie können ja bestimmt, genau, das hatte ich ja mehrfach gesagt, Sie können aber möglicherweise allgemein, also nicht zu der Restaurierung könnte ich mir vorstellen, aber vielleicht zu der anderen Geschichte. Zunächst aber würde ich euch bitten, seine Frage noch kurz zu beantworten. Also wir sind fünf der alten Besetzung. Wir leben in Frankreich zusammen. Und wie ich gesagt habe, kehren wir ab und zu nach Chile zurück. Andere unserer Bandmitglieder leben in Chile. Einige sind auch verstorben inzwischen. Diese Bandzusammensetzung hängt davon ab, wo wir auftreten. Das heißt, natürlich, wenn die chilenischen Kollegen alle kommen können, dann organisieren wir uns, dass wir in Europa zu einem Festival fahren oder so. Das kommt immer auf die Situation an. Wir wollten natürlich in dem Fall nicht die Regierung Chiles bitten, uns zu unterstützen, damit die anderen Kollegen auch hier dabei sein können. Das wollten wir nicht. Das wäre, glaube ich, unrealistisch. Wir sind also dieses Mal zu fünft, vier von der alten Besetzung und einer von der neueren Generation. Und wir haben zwei exzellente Musiker in Frankreich, die uns begleiten. Natürlich
gab es also eine Aufteilung der Band, der Bandzusammensetzung, aber das passiert ja auch bei anderen Gruppen. Wir haben Aufnahmen gemacht, zwei ursprüngliche Aufnahmen, Schallplatten haben wir aufgenommen. 2007 war das und 2009. Also Solistas und Siempre, diese beiden Schallplatten, und derzeit arbeiten wir an weiteren Alben und auch mit neuen chilenischen Künstlern. Also wir versuchen also mit anderen chilenischen Künstlern zusammenzuarbeiten, mit allen, die also ein Interesse daran haben, mit Leuten wie uns zu arbeiten, die wir Lieder über Victor Jara machen oder Lieder über diese Art von Inhalten. Und mit diesen gibt es also ein großes gemeinsames Plattenprojekt mit diesen Künstlern. In 2009 haben wir auch ein Stück komponiert. Morgen wird es einen Ausschnitt daraus geben. Das ist also ein Stück, das explizit dem Gedenken Victor Jaras gewidmet ist. All das, um Ihnen zu sagen, dass wir weiter auch Kunst gemacht haben, Musik gemacht haben und auch weitermachen werden, weil wir denken, und der Film hat das ja gezeigt, dass diese Momente wichtig sind. Dieser Film, die Tatsache, dass wir hier auf der Bühne sitzen und miteinander reden, das ist wichtig. Das ist wichtig auf der einen Seite, und wichtig ist dann aber auch, an die Zukunft zu denken. Wir sind nicht mehr so jung. Wir müssen schauen, wie wir irgendwie die chilenische Kultur weitergeben können an die nächste Generation. Wir als Musiker, und das betrifft andere Künstler auch. Das heißt, die künstlerische Produktion geht weiter, und wir haben uns erweitert. Unsere Besetzung hat sich in gewisser Form erweitert, weil wir eben mit anderen Musikern kooperieren. Wir treten in vielen Ländern auf, in Frankreich zum Beispiel, wo wir nun auch leben. Das ist jetzt sozusagen unser Hauptstandort, aber auch in Lateinamerika treten wir auf, in Mexiko, in verschiedenen Festivals, die sehr groß sind und auch von exzellenter Qualität. In Buenos Aires waren wir und anderswo. Einige von uns waren auch in Ecuador, nicht alle, weil wir sind ja jetzt hier, aber es ist ja doch für uns dann ziemlich weit, nach Ascension zu fahren. Aber einige von unseren Bandmitgliedern waren dort. Es gibt also einen Ort dort, und wir, Quilapayún, war vertreten durch einige Bandmitglieder. Und dort wurde ja auch der Präsident ernannt. Herzlichen Dank. Also, viel unterwegs, und wir estamos todavía más contentos de tenerlos aquí en Berlín por ahora. Los cineastas chilenos. ¿Puedes decir algo? Sí, Paul Ruiz, sí. Muy cortito, porque Paul Ruiz siempre ha sido un cineasta muy solitario. Había, la gente no entendía bien, no formaba parte del Partido Socialista, tenía pensamientos más bien liberales, y el compañero presidente no fue su primera película, su primera no, Realismo Socialista fue el título de su primera película, pero no tenía nada que ver con el realismo. Quería mostrar un poco la perturbación de los terratenientes. Eso para decir que tenía su propia cabeza, su propia filosofía como cineasta, y no se puede, digamos, dar una clasificación en lo que se refiere a la calidad de la película. No entiendo el problema, porque todas las películas de la DEFA tendrían que tener un negativo. Normalmente se podría producir una copia de buena calidad, porque es una película muy importante. Y la película realizada por señor Böttcher no ha gustado
en aquella época y para la gente en Alemania. Hay que saberlo porque su manera de hacer una retrospectiva en vez de adelantar los acontecimientos había bastante crítica en cuanto a la manera de realizar esta película, porque no correspondía en un 100% a la visión oficial de la DIFA, pero no obstante debería existir. Wir werden das auch anregen. Im Moment ist das die offizielle Kopie, die man von Progress so. Kurzen Einwurf machen. Kommt. Ich glaube, vor uns hat noch keiner seit der Wende nach dem Film gefragt. Das könnte sein. Genau, ja. Aber wir dachten, selbst in dieser technischen Qualität, in der er sich jetzt befindet oder die Kopie sich befindet, wir wollten ihn gern zeigen und wir werden das jetzt anregen. Gut, ich möchte, wenn im Moment keine weiteren Fragen sind, Pasquala zu guter Letzt fragen. Unsere Diskussion oder unser Gespräch haben wir ja überschrieben mit der Überschrift Ein unvollendetes Lied. Und das ist der Titel eines Buches von Joan Jara, das 1986 bei Volk und Welt erschienen ist. Sie haben uns ja von Ihrer Beziehung, von Ihrem Einfluss durch Victor Jara, durch Violeta Parra erzählt und werden morgen auf der Bühne auch noch einige sehr interessante und sehr emotionale Geschichten, so hoffe ich doch, wie ich es schon gehört habe, erzählen, über auch Ihre sehr enge Verbindung zu der Familie von Violeta Parra. Ist dieses unvollendete Lied Ihres Erachtens, Sie als eine Vertreterin der ganz jungen Künstlerinnen-Generation, wird es ein unvollendetes Lied bleiben? Wird es ein unvollendetes Lied bleiben müssen? Wie denken Sie darüber? Ich glaube, das ist ein Lied, das tatsächlich niemals endet, was auch nicht aufgehört werden wird zu singen, gesungen zu werden, weil eine Sache ist, was man im großen Publikum macht, das andere ist, was man privat macht, das andere ist, was man in den Träumen tut oder was man in der Poesie tut. Es ist ein Arbeiten sind immer zyklisch, und manches dreht immer die Sonne und anderes bleibt unter der Erde. Und ich denke, die Botschaft von Victor und Violeta, sie haben ja diese Botschaft ja auch nicht erfunden, das kommt wirklich aus dem Volk, aus dem Kontakt mit der Erde, mit dem Land. Und diese Botschaft ist die Botschaft des Landes in Lateinamerika, der Erde in Lateinamerika, dass man, sie leben in der Kunst, sie essen Kunst, sie kleiden sich in Kunst und es geht eben um die Kunst, wie sozusagen Kunst über die Zeit und über die verschiedenen Formen hinweg getragen wird. Und wir sind jetzt nur eben ein Teil dessen in der Gegenwart, wo wir es gerade machen, aber es ja auch weitergeben daneben. Nuestro sueño es un país democrático que respeta los derechos humanos, donde hay justicia, verdad, reconciliación, donde hay respeto y veneración por los héroes caídos. ¡Viva Allende! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!